7 Stunden so. Spielen wir schon. Wow. Ja, es ist schon. Es ist halt ein RPG, ne? Es geht, wo geht's eigentlich hier unten lang? Weiß nicht. Waren wir schon mal? Dann gehen wir hier lang, würde ich sagen. Okay. Danach ist es wieder mein Fehler. Ja, natürlich. Du bist der First Player, egal was ich mache, du kannst mich immer überbieten. Finde ich voll gut. Also im Wind treffe ich alles, wenn du den da oben natürlich. Während ich hier unten von den anderen beiden Packguns angegriffen werde. Och, da sind ja noch mehr, die verdoppeln sich da unten. So, ich hab das nicht abgesehen, aber die kommen nicht an mir. Guck mal, die sind so blöd, um einfach diese kleine Kurve dazu laufen. Ja, mal. Gegner. Nicht jeder kann Kurven laufen. Gegner, das zum Beispiel auch nicht. Da braucht man schon so ein bisschen Alkohol, um Kurven laufen zu können. Ja. Dann macht man es aber unfreiwillig. Von Geradax steht zum Beispiel auch, dass es nur geradeaus laufen kann. Und wenn es an eine Wand kommt, dann rennt es einfach durch. Echt? Wo kam das jetzt her? Aus dem Pokédex von Geradax. Nein, ich meine das Viech da oben. Keine Ahnung. Es spawnte aus dem Nichts. Was ist, wenn es eine Stahlwand ist? Dann muss es Paratschlag lernen. Oh Mann, der war schlecht. Oh. Diese Sackgasse. Ja. Gucken wir uns den Raum noch ein bisschen genauer an hier. Ja. Da geht's nicht weiter. Front Drop. So, hier vielleicht. Ja, auch nicht. Hier oben vielleicht. Vielleicht im Raum haben wir hier irgendwas übersehen. Nee, nichts. Wir müssen einfach links gehen. Das kann auch sein. Das, was du schon die ganze Zeit wolltest. Genau. Einfach durch, würde ich sagen. Wobei das auch der Raum, bei dem immer was abgeschlossen war. Ja. Wir können aber danach noch mal ganz kurz uns heilen. Sollte direkt nehmen an. Ja, genau. Und wenn wir die Gegner hier haben, dann erscheinen die ja auch nicht. Genau. Du musst auch keine Walnüsse benutzen. Der hat mich gefressen! Wolfsfleisch! Vielleicht schmeckt ja Wolfsfleisch. Ja. So, tschüss. The path opened up. Ich sag jetzt nix. Nee. Ah, kurz speichern. Wer braucht die denn schon? Ach, wir nicht. Nee, Thron sind für Anfänger. Stimmt, wir spielen das auf Hardcore ohne Thron. Wir nehmen nur jede dritte, vierte Truhe mit. Genau. So ist einfach hier durch. Gut, dass ich so schön hier einfach weitergehen kann. So, jetzt endlich mal den linken Weg hier. Wieso gehst du weiter? Erfahrung. Diesen Raum nehmen wir mit. Okay. Ach, Grell heißen die Metroids, sehe ich gerade. Na, das sind doch Poipois. Protos. Oder Protos. Ja. Okay, warum nicht? Ey! Heilt es nicht. Gegen Heilen habe ich meine Tür. Du heilst dich, donk! Wie, du willst dich heilen? Boom. Tür ins Gesicht. Bam. So. Natürlich, wenn der Raum etwas länger ist, wo wir nicht direkt raus können, dann kommt natürlich keine Truhe raus. Truhen gibt es dann, wenn wir direkt aus dem Raum rauslaufen. Nee, Truhen gibt es nur dann, wenn wir nur ein paar Pixel von den Ausgängen entfernt sind. Genau, die spawnen dann, das ist so ein Punkt da drückst du drauf und dann plötzlich spawnt eine Truhe dahin. Genau. Das wollte ich eigentlich gerade nicht machen. Stark, Jan, stark. Ja. Ich wollte zu diesen beiden Protoss, denn die sind jetzt leider mit einem Schlag weg. Achtung, ich gehe da jetzt durch. Ganz genau. So. Ja, geh weg, geh weg, geh weg. Aber die waren nicht mit einem Schlag tot, weil ich da auch schon drauf gehauen habe.
Die wären auch so mit einem Schlag tot gewesen. Ja, noch mehr Abzweigungen. Ich bin verwirrt. Nicht nur du. Oh, das sieht richtig aus. So, hier das wieder geheilt. Nächste Mal speichern. Speichern ist immer gut. Oh ja. Du bist auch so ein Speicherfreak wie ich. Ja, speichern ist sehr gut. Je mehr, desto besser. Genau. Wieso zauberst du gegen einen? Weil ich's kann. Das kostet Mana und du weißt, dass das dein Boss kommen wird. Das sind nur 2 MP. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Ich kann nicht auf Stink zugreifen. Achso, weil ich im Kampf bin. Na klar. Ja. Ah, ja, ja, ja. Ich stehe hier wieder ganz schön sicher. Funky Dance. Schöner Attackenname. Mhm. Weißt du, die Höhle ist da schön gut und die Musik auch, aber irgendwann darf sie auch zu Ende gehen. Ja. Aber es ist eine Vulkanhöhle oder so. Nee, wir sind in einer Seehöhle. Seashore Cave heißt sie ja. Grell Oil. Schön. Ja, wir quetschen die Dinger aus und... Oh, ich hätte Grill. Vielleicht... die Walnüsse noch reintun sollen, ne? Wow! Huh, achso. Das darfst du reden. I am Dagon. I have come to follow through the Dark Prince's prophecy to end your lives. Ich hätte ihn eher so... I am Dagon. I have to come to... Sprechen. I have to come follow through with the Dark Prince's prophecy to end your lives. Helles Bild? Das ist ein Vampir, weißt du? Ja, mach weiter. What? Dark Prince? Who? I tell you, but you're... Der lispelt das. You're about to die anyway. Ja, er beißt sich halt einfach öfters mal selbst auf die Zunge, ne? This volcano will erupt at any minute. Ich kann nicht mehr reden, verdammt. Ga, Vulcano, erupting. Ausweichen, ausweichen. Hi. Hi. What's that? Trying to save us? Pedo. Pedo, Pedo. Was, Pedo? What the fuck? Steuerst du die gerade? Nein. Noch nicht. Ach, die mit der dürfen wir später rumschwimmen. Jupp. Aber kein Elementargeist, schade. Naja. Ich weiß nicht, vielleicht kommen wir später nochmal hin. Ich weiß es dann ehrlich gesagt nicht. Hm. Wo schwimmen wir eigentlich gerade hin? Einen leuchtenden Punkt, würde ich mal spontan sagen. Ja, und diesmal auf direktem Wege. Mhm. Und ja, er kann dafür nur... Dafür sind die Strände da. Ja, genau, dafür sind die Strände da. You saved us, thank you. Nö, ich töte euch jetzt. Body Slam. Surfer. Das ist eine Fusion von Relaxo und Lapras. Oder Shigi und Relaxo. Turtok, Lapras, oder nee, einfach Turtok und Relaxo. Genau. We go back to Forsina. Ask about other Mana Stone. Okay. Warum spiele ich so einen dummen? Weißt du, als wir das wieder angefangen mit der Aufnahme, ging es ja darum, dass wir nach Forsina gehen, ne? Ja, ich weiß. Wir sind jetzt endlich in Forsina angekommen. Nach wie vielen Stunden? Eine Weile. Free City Maya, Left City of the Earth, Merchant City Bilsa. Ich glaube, Forsina war das Schloss, wo wir mit der Kanone hin mussten. Ich weiß es nicht mehr. So, 413, du noch 336. Oh, das ist bald wieder Level ab. Das heißt, noch ein Level danach noch. Oder warte mal. Oder wir fahren mit dem Schiff nach Forsina wieder. Ich frag mal ganz kurz. Hallo? Nee, das ist Chad. Chad, Chad, Chad. Was sagst du? Ja,
Fossil. Ja, hey. Na gut, du hast doch recht. Soll vielleicht mal kurz mal schlafen und speichern gehen hier, oder? Nein, machen wir ja Fossina. Gut. When, okay, Direction Check, Destination, Fossina, ready for launch. Ready for takeoff. 3, 2, 1, 0. Ja. Männer ja. Müssen nicht bis 3 zählen. 1 reicht voll und ganz aus. 3, boom. Und ich glaube, diesmal landen wir direkt drin. Und nicht irgendwo im Wald. Wäre schön. Ja. Das ist so gut. So, erst schlafen. Natürlich. Hatte ich auch vor. Du wolltest ins Schloss reingehen. Ja, ich wollte in den königlichen Gemächern schlafen. Das mit dem König. Wir da nicht. Wo waren das eigentlich? Weiß ich nicht. Hier nichts. War unten, glaube ich, irgendwo. Ja, auch nicht. Was, und hier links das hier nicht? Da war irgendein anderes Schild doch drauf. Nee, doch nicht, da nur das Fenster. Das ist eine Kneipe. Das ist eine Kneipe. Ich dachte, es wäre hier oben gewesen. Das ist der Itemladen, da können wir auch nochmal reingehen. Nein, innen. Schon noch Itemladen noch an der Seite. Ja, das ist aber, auch innen oben gestanden. Welcome. Aber halt, ich wollte eigentlich kaufen. Ja, wieder 17.000. Ja. So, ich kaufe jetzt einfach mal. Na, Bomben. Ja, dann kaufst du, dann kannst du lange was trinken. Ja. Wobei, ich glaube, Bonbons haben wir mehr als genug. Ja, ich weiß, trotzdem. Kann man nie genug haben. Besonders, ich will einfach mal für schlechte Zeiten vorsorgen. So. Ich kaufe vor allem Walnüsse. Die werde ich brauchen. Ja, ich weiß. Und zwar ganz oft. Ich weiß, da will ich am liebsten 99 schon drin haben. Kauf mal so, bis du 15.500 etwa bist. Okay. Ich hämmer auf meinen Button. Okay. Das reicht. Ja, ja, ist ja gut. Ich hab eigentlich, war jetzt gerade irgendwie... Sollen wir jetzt schlafen? 60! Wucher! Wir haben euer verdammtes Königreich gerettet. Lass uns. Ich glaube, wir sind asynchron. Echt? Jo. Press button to continue bei mir. Du bist bei mir gerade wieder im Item-Shop. Ach so, okay. Ja, dann mache ich ganz kurz einen Save-State. Ja, das darf passieren. Einmal pro Aufnahme. Darf das passieren? Save-State und... Open-State? Ja. Fertig und fertig. Press button to continue. Okay. Gnome Stay. Oh, das passt sogar. Da können wir sogar mit Gnomen gut angreifen, falls wir irgendwie was machen müssen. Save your day 9. Ich habe aus Versehen auf Nein gedrückt. Halt nicht. Ja. Können schon noch irgendwann speichern. Ich glaube jetzt. Samen auch später mal pflanzen. Okay. Ne? Kein Problem, Jan. Mach mal. So. Königsschloss sieht doch schon mal ganz gut aus. Königsschloss, genau. Das Königreich oder das Schloss? Das Schloss sieht auch sehr gut aus. Aber nicht das Königsschloss. Hi. Hi. You've returned and with you are the spirits of light, earth, wind and darkness. Ist dir aufgefallen, dass der König die gleiche Stimme hätte wie der Vampir, den du gesprochen hast? Egal. Ja. Die sind wirklich ein und dieselbe. You still have 4 more to retrieve. I'm counting on you. Super. Deswegen haben wir jetzt dahin müssen. Aber zeig zu, dass wir jetzt hin müssen. Facepalm. Hätte uns auch per Brief schreiben können. The Mana Stone of Water is in Altina, in a cave south of the snowfields. Woher weißt du das? Familiengeheimnis. You'll find Undini there. But be careful, the stone's energy has already been released. Okay. Woher weiß er das? Familiengeheimnis. Lass mich raten, da haben wir Feuer. Das sieht in der Wüste aus, da drüber. Oder ein Wald, das könnte Dryad sein. Hartzinger. Nee, Feuer. Okay.
South of the desert of scorching heat lies the Valley of Flames. There you find the Mana Stone of Fire and its guardian spirit, Salamando. Salamando! Ja, ich weiß. Woher weiß er das? Woher weiß er das? So, da müsste aber hier Dryad sein. Denke ich. Oder Lunatic, Luna. Southeast of here, ja. You find the Moonlight Luna. Forest and the Mana Stone of the Moon. The Beastmen inhabiting that area are quite strong, so be prepared. Yay, ja. Cool. Guck uns mal an, ne? Oder ein von uns. So, und den letzten. Ja, dann wird das wohl Hatzinger sein. Also nach rechts, dann wird unten links. Falsch. The Mana Stone of Wood is in the Forest of Wonder, but it's inaccessible by land. South of that is the Lampflower Forest and the Elf Village of Dior. The Fairy King lives in Dior. He knows more about the Mana Stone. Okay. The giant turtle that carried you from Buka is known as Buxkaboo. Woher weißt du das? He normally doesn't interact with people, but perhaps he knew you were chosen by the fairy. Woher weiß der das? I have a flute that was once used to summon Buxkaboo, but it hasn't been